Herzlich willkommen, lieber Anianer, hier in Anis Welt. In Leden Nord befindet sich ein fantastisch gut erhaltenes Großsteingrab. Du findest es unter der Sprockhoffnummer 17C. Es befindet sich an der Landstraße zwischen Hüven und Leden. Es steht nur eine kleine Haltebucht zur Verfügung. Nachdem du den Weg hochgelaufen bist, befindet sich der Dolmen geradeaus, versteckt hinter einer kleinen Anhöhe. Allein die Größe der Kammer beträgt 21,5 Meter und 1,8 Meter Breite. Insgesamt umfasst diese Anlage 25 mal 7 Meter. Es wirkt, als sei dieser Dolm zweigeteilt gewesen, was aber bei näherer Betrachtung wohl nicht der Fall gewesen ist. Dazu hier ein Bild, wie es ursprünglich aufgebaut worden sein soll. Die Anlage wird mit ihren 10, ursprünglich einmal 15 Decksteinen, gigantisch. Vier davon liegen situ. Ein sogenannter Tordeckstein, der in der Mitte des Grabes auf 4 Jochen ruht, soll den Zugang zu diesem Grab kennzeichnen. Von den 15 Jochen sollen noch mehr Steine an ihrem ursprünglichen Standort stehen. Die Anordnung dieser Steine wird auch als emsländische Kammer bezeichnet. Und noch eine Besonderheit findet sich bei diesen Dolmen. Es sollen sich nämlich nicht nur einer, sondern zwei Steinkränze drumherum befunden haben. Leider ist nicht mehr viel davon zu erkennen, da auf der Südseite fast alle Steine verloren gegangen sind. Ich frage mich, was passieren würde, wenn so ein doppelter Steinkreis wieder um diese oder auch alle anderen Dolmen gelegt werden würden. Und schaut euch mal diese interessanten Granitsteine an. Ich finde sie ganz außergewöhnlich. Auch die Riefen in den Steinen bringen mich zum Nachdenken. Warum sind viele dieser Steine so unförmig? Dieser hier sieht gar so aus wie ein Po. Die Behauptung, dass es sich dabei um Schalensteine handelt, halte ich für weit hergeholt. Rund um die Dolmen im Emsland ranken sich viele Sagen. Es wird berichtet, dass sich Riesen in diesem Land aufhielten. Einer dieser Sagen weiß zu berichten, dass sich ein Riese die Schuhe auszog, um Steinchen daraus herauszuschütteln. Mit diesen Steinen hat der Riese dann Lego gespielt. So sollen dann die Dolmen entstanden sein. Ich bin froh, dass er keine Schweißfüße hatte. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, teile ihn bitte mit deinen Herzensmenschen. Unterstützen kannst du meine Arbeit mit den Angaben in meiner Infobox. Vielen Dank für die Spenden, die mich bisher erreicht haben. Bis zum nächsten Mal. Deine Ani.